Die Höhlenmalerei ist ein Genre der Felsbilder, die an Wänden von Höhlen oder Abriss aufgebracht wurden. Solche Felsbilder in Höhlen gehören zur Pariterkunst, ebenso wie Felsbilder außerhalb von Höhlen. Die europäischen Höhlenmalereien stammen aus dem Jungpaläolithikum, von anatomisch modernen Menschen. Die weltweit ältesten Höhlenmalereien finden sich in der spanischen El Castillo-Höhle und dem eingestürzten Abrikastanet in Frankreich. Die Malereien aus der Chauvet-Höhle werden auf etwa 32.000 BP datiert, die Petroglyphen aus der Grotte von Pernonpeu auf etwa 30.000 BP. Den Höhepunkt der Verbreitung erlebte die Höhlenmalerei im Gravertin, Solutrin und Magdalenien in Mittel- und Südfrankreich sowie Nordspanien. In einigen Teilen der Erde, zum Beispiel in Südafrika und Australien, ist die Ausmalung von Höhlen bis in die Gegenwart belegt. Altersbestimmung. Die Höhlenmalerei kann auf verschiedene Weisen datiert werden. Bei allen Datierungsmethoden muss jedoch mit einer gewissen Unsicherheit gerechnet werden, so dass eine Bilderhöhle nie exakt datiert werden kann. Absolute Datierung. Man versucht unter anderem mit Hilfe von Farbpigmenten wie Holzkohle ein absolutes Datum zu benennen. Das Alter von Höhlenmalereien kann mit einer Variante der Radiokohlenstoffdatierung ermittelt werden, wobei nur wenige Milligramm Holzkohlen oder organische Farbauftrags gebraucht werden. Relative Datierung. Man kann zum Beispiel die Malereien mit den archäologischen Horizonten und den ergrabenen Funden in Beziehung setzen. Diese Methode ist jedoch unzuverlässig, da eine Wandmalerei auch früher oder später entstanden sein kann als eine Bodenschicht oder darin gefundene Objekte. Andere Methoden der relativen Datierung sind die Stilanalyse, die Erstellung einer chronologischen Reihenfolge anhand der Überlagerungen von Linien, die Analyse der räumlichen Anordnung der Malereien, aus der sich gegebenenfalls eine zeitliche Reihenfolge ableiten lässt. Punkt. Deutung. In der Forschung haben sich verschiedene Deutungsansätze entwickelt. Die Deutungen sind rein spekulativ und miteinander kombinierbar, daher ist eine endgültige Interpretation nicht möglich. Religion. Der Felsbildforscher Jean Clottes meint, die Menschen haben damals aufgrund ihres Glaubens in Höhlen gemalt und graviert. Höchstwahrscheinlich glaubten sie einfach, dass die unterirdische Welt eine übernatürliche Welt ist. In den Grotten glaubten sie Geistern, Göttern, ihren Vorfahren, Verstorbenen zu begegnen. Die Bilder sollten als Mittler zwischen der hiesigen und der jenseitigen Welt dienen. Anführungszeichen. Nach Clottes ist die prähistorische Kunst Teil einer schamanistischen Religion. Vermutlich waren die Höhlen auch ein Ort für Initiationsriten und Jagdmagie. Zweckloses Malen. Die Höhlenkunst kann als natürliche Reaktion auf die Umwelt verstanden werden. Die eiszeitlichen Menschen könnten das Erlebte, ihre Träume und Wünsche in den Bildern verarbeitet haben. Vielleicht wollten sie einfach darstellen, was sie gesehen hatten. Praktische Zwecke. Die Malereien dienten möglicherweise als Symbolsprache, um Erfahrungen mit Jagdwild, Jagdtechniken oder Wanderrouten von Tieren festzuhalten. Sie könnten auch als Demonstration gedient haben, dass man sich in dieser Höhle befunden hat. Künstlerischer Ausdruck. Teilweise werden Höhlenmalereien als Kunst in einem dem heutigen Kunstbegriff nahen Sinne verstanden. Diese Deutung ist umstritten. Steven Mither verweist darauf, dass einige der heutigen Naturvölker Felsmalerei betreiben, ohne ein Wort für Kunst in ihrem Wortschatz zu besitzen. Paläolithische Kunststile nach Leroy Gourhan. Einen ethnologischen bzw. kunsthistorischen Ansatz verfolgte André Leroy Gourhan mit der Unterteilung in paläolithische Kunststile IV. Wechsel im Malstil fallen nicht mit dem Wechsel der archäologischen Kulturen zusammen. Geografisch bezog sich Leroy Gourhan auf folgende Regionen, die zugleich das Hauptverbreitungsgebiet darstellen: Asturien, Kantabrien, das französische und spanische Baskenland, die Pyrenäen, das rechte Rhoneufer und die Beckenlandschaft der Loire und der Garonne. Eine besondere Stellung nimmt die franko-kantabrische Region ein, die mit ihren noch heute erhaltenen Bilderhöhlen den größten Teil der prähistorischen Kunst stellt. Die Kunst aus Italien und Russland, besonders hier im Ural, wurden von ihm als isolierte Kunstformen angesehen, stellten jedoch um 20.000 vor Christus eine Einheit mit Mittel- und Westeuropa dar. Neben der Höhlenmalerei liegt der Stilunterteilung auch die erhaltene jungpaläolithische Kleinkunst zugrunde.
Stili. Diese Phase ist durch wenige Ritzzeichnungen aus dem Périgord charakterisiert. Dargestellt wurden Tiere wie das Pferd oder das Mammut, die jedoch meist nur durch Rückenlinien oder durch Kopfdarstellungen angedeutet werden. Umrahmt werden diese meist von Strichen oder Punkten, teilweise lassen sich auch vulvenartige Figuren erkennen. Eine genaue Datierung kann nicht getroffen werden. Jedoch gehören die wenigen Exemplare wie die eingravierten Vulven aus La Fassi oder die Darstellungen eines Pflanzenfressers aus Belkaia in die Kulturstufe des Châtelperronien und des Aurignacien Stil 2. Der zweite Stil beginnt während des Gravettien bzw. Périgordien und erstreckt sich bis zum Solutrin, wobei sich die beiden Phasen 2 und 3 kaum voneinander unterscheiden. Leroy Gourhan nimmt an, dass in dieser Zeit die ersten Heiligtümer mit Malereien und Gravierungen entstanden sind. Meist sind die Darstellungen noch auf Platten in den Eingangszonen oder an den Abriwänden. Laut Leroy Gourhan werden diese noch selten in den Dunkelzonen der Höhlen wie in Gargas angebracht, was dann in der folgenden Phase immer häufiger vorkommen wird. Abhängig von der Periode entwickelt sich nun ein festes Darstellungsschema, die geschweifte Halsrückenlinie, meist sind die abgebildeten Tiere wie Pferd, Bison und Mammut mit einem übermäßig gekrümmten Vorderteil versehen. Ein bekanntes Beispiel wäre die Höhle Pernon Pierre, die zahlreiche Gravierungen von Pferden und Mammuts enthält. Auch bei den weiblichen Statuetten lässt sich in dem Gebiet von Spanien bis Russland eine einheitliche Ausführung erkennen. Die Figuren sind alle stilisiert. Das Gesicht und die Arme werden nur angedeutet, die Füße fehlen zum Teil ganz. Besonders detailreich sind Hüften, Bauch, Brüste und Rumpf, die bei allen erhaltenen Figuren ob als Plastik wie bei der Venus von Dolny Westeneis oder als Relief wie in die Venus von Lausel betont werden. Zudem werden auch die ersten Handabdrücke gefertigt, wie ZB in Gargas oder in Labatut. Stil 3. Diese Phase stellt laut dem Wissenschaftler den Höhepunkt der technischen Kunstfertigkeiten dar. Die Linien sind feiner ausgeführt worden und man versuchte die Bewegtheit der Tiere darzustellen. Besonders betont wurden die sehr kurzen Beine und der Körper, die im Verhältnis zum Kopf zu groß erscheinen. Auch ist die markante Rückenlinie, die im Stil 2 konsequent bei jeder Tierart eingehalten wurde, nun abgeschwächt und individuell umgesetzt worden. Die Geweihe und Hörner sind zu ca. 75% in der halb verdrehten Perspektive wiedergegeben. Zu den häufigsten Abbildungen zählen der Bison und das Pferd, die meist in Kombination auftreten. Begleitet werden sie von weiteren Nebentieren, in Lascaux von einem Hirsch und in Pechmerle von einem Mammut. Die Zeichen, die immer bei den Tiergruppen erscheinen, sind meist taktiform wie in Lamouth oder in Lascaux. In dieser Phase stehen auch die Menschenabbildungen immer in einem engen Bezug zu den abgebildeten Tieren und anderen Zeichen. Die Schachtszene in Lascaux mit dem verwundeten Bison und der menschlichen Gestalt ist ein Beispiel für diese Tradition. Weitergeführt werden auch die Handnegative und positiv wie in Pechmerle, El Castillo und Rocamadour. Datiert wird die Stilphase aufgrund der beiden Fundstellen Rocedesias und Bordelis in das Solutrin und das frühe Magdalinien. Leroy Gourhan unterteilt diese Phase in 4 regionale Gruppen, die sich in einigen Elementen der Darstellungsweisen unterscheiden. Im Périgord, im Lot in Kantabrien und im Adeschtal, Stil IV. Der vierte Stil stellt den größten Teil der erhaltenen Kunstwerke dar, wobei die mobilen Gegenstände diese Phase besonders prägen und eine Unterteilung in eine frühe und späte Phase erlauben. Leroy Gourhan datiert den frühen Stil in das mittlere Magdalinien 3 und IV, die spätere Phase in das Magdalinien V und VI. Doch erwähnt er in seiner Monographie, dass es ebenfalls Abweichungen in dieser Unterteilung gibt wie in der Dreibrüderhöhle oder in Les Combales. Die Umrisslinien zeigen das abgebildete Tier nun in einer sehr realistischen Weise, so dass die Haltung und Bewegung des Tieres deutlich hervorgehoben wird. Hörner und Geweihe werden in ihrem natürlichen Aussehen wiedergegeben. Pferdedarstellungen besitzen eine sehr geschwungene Bauchpartie und 2 Linien auf den Schultern. Bisons, meist mit einem behaarten Kopf, weisen ein Dreieck an den Lenden auf. Diese Details lassen sich auf einem Gebiet von Assiniboine bis nach Kantabrien antreffen. Begleitet werden diese Tiere von verschiedenen Zeichen, die Leroy Gourhan den 2 Unterphasen zuweist, aber auch betont, dass es regionale Unterschiede gibt.
Zunächst entwickeln sich aus den rechteckigen Zeichen echte, taktiforme Zeichen. Zur selben Zeit treten die Wundzeichen auf wie in Niox, doch entwickeln sich aus diesen ovale Symbole zum Beispiel in der Drei-Brüder-Höhle Maltechniken. Die Menschen der ausgehenden Altsteinzeit konnten schon perspektivisch zeichnen, kannten verschiedene Maltechniken und vermochten das Verhalten von Tieren naturgetreu wiederzugeben. Als Anstrichmittel wurden Eisenoxide für rote und Manganoxide oder Holzkohle für schwarze Farben verwendet. Durch unterschiedlich erhitzten Ocker konnte die Farbpalette vergrößert werden, doch wird im Allgemeinen angenommen, dass auch diverse Gesteine, Erze und Feldspat sowie Blut, Kalkstein, Pflanzenharz, Milch und Pflanzensäfte zur Farbherstellung benutzt wurden. Das aus diesen Rohstoffen gewonnene Material, vermutlich in Puderform, wurde mit Wasser, Speichel oder Fetten vermischt und anschließend mit verschiedenen Techniken auf die Wandfläche aufgetragen. Neben Pinseln aus angekauten Zweigen, Stempel und den eigenen Fingern wurde die Farbe mit Hilfe des Mundes oder eines Röhrchens auf die Fläche gesprüht. Bei diesem Vorgang wurden teilweise Schablonen oder auch die Hände so eingesetzt, dass saubere Kanten beim Auftragen entstanden sind. In der Chauvet-Höhle wurde die Verwischtechnik angewandt, Flachreliefs entstanden durch das Abmeißeln der umliegenden Fläche. Die Höhlenmaler bezogen teilweise die dreidimensionale Wirkung von Rissen und Vorsprüngen des Felsuntergrunds in das Bild mit ein. Auffallend häufig treten Überschneidungen auf, die in der Forschung verschieden ausgelegt werden. Zu den weiteren Hilfsmitteln zählen Steinlampen, die U.A. mit Tierfett und einem Wacholderzweig dort Licht in die dunkle Höhle brachten, und Feuersteingeräte wie Kratzer, Sticheln oder auch Klingen, mit denen die Gravierungen ausgeführt wurden. In Lascaux haben sich Spuren von Gerüsten und Seilen erhalten, doch könnten auch weitere Personen dem Maler geholfen haben, die höher gelegenen Stellen zu bemalen. Elektronenrastermikroskopie und Mikrosondentechnik dienen zur Analyse der chemischen Bestandteile von Farbaufträgen. Handnegative. Meist wird die Hand als Schablone auf die Wand gelegt und mit der oben beschriebenen Versprühtechnik wird Farbe aus Holzkohle, Rötel oder Ocker mit Wasser angerührt auf die Wand gesprüht. Sämtliche nach der Radiokarbon-Methode datierte Handnegative stammen aus dem Gravettien. Eine davon abweichende Datierung der Handnegative aus der Chauvet-Höhle in die vorangehende Epoche des Orignacien wurde durch eine Nachuntersuchung revidiert. Die bekanntesten Fundstellen sind die Chauvet-Höhle, die Höhle Pechmerle, die Henry Cosquer-Höhle und die Höhle von Gargas. Handnegative, die durch scheinbar fehlende Fingerglieder auffallen, lassen sich mit einer Modifikation der Schablone Hand durch Beugen der betreffenden Fingergelenke, zum Beispiel im Sinne einer Zeichensprache, oder durch einen Zustand nach ritueller oder medizinisch indizierter Fingeramputation erklären, wie in der französischen Höhle von Gargas oder in der spanischen Maltraviso-Höhle. Der Fund mehrerer isolierter Fingerglieder in Gravettien-Schichten der polnischen Oblesowa-Höhle wird als Hinweis auf rituelle Verstümmelungen an diesem Ort diskutiert. Die Handnegative der Cueva de las Manos in Argentinien sind wesentlich jünger als ihre europäischen Pendants. Liste der Fundorte mit Höhlenmalerei. Fundorte in Europa. Von den zahlreichen Bilderhöhlen in Frankreich und Nordspanien werden nachfolgend nur die wichtigsten genannt. Eine ausführliche Darstellung siehe Franco-Kantabrische Höhlenkunst, Frankreich, Nordspanien, Stil 2 Los Hornos. Stil 3 Las Chimeneas, Höhle von Altamira, über 150 Wandbilder, die zwischen 14.000 und 16.000 Jahre alt sind. La Pasiga, El Castillo Covalanas, Covolanas, La Haza, Stil I Faula Cal Alvara, Altamira, El Pindel, Las Monedas, Höhle von Icain, Höhle von Alt-Xeri, Italien, Grotta del Genovese auf Levanzo, Adaura, Höhlen im Monte Pellegrino bei Palermo, Russland, Höhle von Kapowa und Höhle von Ignatievka, Ural, etwa 16.000 Jahre alt. Fundorte in Afrika. Die Felskunst der Sahara gehört nicht mehr zur Eiszeitkunst, da sie ausschließlich im Holozän entstand. Sie weist jedoch einige formale Parallelen vor allem zur mesolithischen und spätneolithischen Kunst Ostspaniens und Italiens auf und ist in ihrer späteren Phase neolithisch. Auch die Felskunst im übrigen Afrika, die wie die der Sahara fast nie Höhlenkunst ist, entstand nach der Eiszeit und ist nur der Kulturstufe nach paläolithisch.
Ägypten-Oase Tschatsche, Region von Uweinat und im Gilfell Kebir in der Sahara, Höhle der Bestien und Höhle der Schwimmer, letztere entdeckt durch Ladislaus Almassi. Dargestellt sind Tiere und Menschen und diese sogar als Schwimmer. Punkt. Algerien Tassili näher über 15.000 Felsbilder, zwischen 12.000 und 8.000 Jahre alt, UNESCO-Weltkulturerbe, OED Delechau, Hoga, Libyen Tadrat Akakus, Messak Setafet, Marokko Höhle Difrinama, 12.-14. Jahrtausend vor Christus, Somalia Las Hiel, Dambalin, Ganliba, Karin Hegane, Namibia, The White Lady, Brandberg mit über 40.000 Bildern. Apollo 11 Höhle mit dem ältesten Felsbild Afrikas, Philipps Höhle, Südafrika Drakensberge, Fundorte in Amerika Mexiko Sierra de San Francisco, Sierra de Guadalupe nahe Molege, Brasilien Nationalpark Serra da Capivara Argentinien Cueva de las Manos, Fundorte in Asien, Australien und Ozeanien Ostkalimantan, Ilekerker, Uluru Kakadu Nationalpark, Felscave, Museen, Tod, Departement Dordogne, Frankreich, Arige, Frankreich, Oviedo, Spanien, Ecaínberri, Spanien, Deutsches Museum, München, Nachbildung der Höhle von Altamira, Museum für die Archäologie des Eiszeitalters, Schloss Monrepos, Neuwied, gravierte Schieferplatten des Fundplatzes Gönnersdorf.